Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Solar Leidend Luna Dark an den Cascade Wasserfällen. Genau, letzte Folge, da hatten wir dann ja auch die roten und die blauen Blümchen gezählt. Ich weiß aktuell nicht, ob die jetzt hier mit dazu zählen. Ich habe mir die von davor halt aufgeschrieben und ich werde jetzt hier einfach neu zählen. Wenn dann haben wir durch beide Zahlen, dann können wir dann halt, was wir halt immer eingeben müssen, ne? Ja. Also hier haben wir jetzt theoretisch zwei blaue, zwei rote, wenn man es ganz ehrlich ist, okay. Ja, Surfboard. Ah ja, komm, wir bleiben beim Repel, ne? Da ist ein Wasserfall. Da ist ein Palm Mushroom. Okay, ein Palm Mushroom. Da waren wir, okay. Ich gehe mal von links nach rechts. Spielt das eine großartige Rolle? Blöde Frage. Da ist noch eine blaue, da ist noch eine rote. Also haben wir jetzt 3-3 aktuell. 3-3. Gehen wir hier hoch. Können wir da links hingehen? Oder da stimmt irgendwas. 4 rote und Razorblade. Moment. 4 rote, 3 blaue, aber auf jeden Fall. Ja, genau, ja. Metallic Blades, okay. Stahlattacke? Na gut, kann eh keiner lernen. Da oben schwimmt was. Die Frage ist halt. Oder unten kann ich nicht hin. Okay. Da ist noch eine rote. Das heißt, wir haben jetzt 5 rote und. 5 rote und 3 blaue, ne? Ich schreibe das mal eben dazu. Ja, ich würde mal sagen, mach mal, wenn wir den jetzt fangen wollen, dann lass uns doch mal lieber mit Aeroma, mit Grasswüsse. Oder sollen wir auf Kobolter mit Thunderwave? Oder wir bleiben mit Fortswipe. Wir bleiben mit Trollock mit Vollswipe. Hi. Was bist du? Ein Kryodro. Okay. Also der Vollswipe macht bis auf ein Capiro. Und dann ein Drake. Ist ein Drachen-Pokémon? Icy Wind. Drache Eis? Real Talk? Machen wir direkt eine Ultra Ball, weil wenn das so ein Static Pokémon ist, sind die meistens ein bisschen besser, aber WTF? Da habe ich jetzt nicht so mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin, so mit so Kyudo. Eisdrache, sag ich doch, krass. Okay, Eisdrache, ne? Oh, Moment. Moment. Ich will mal kurz gucken. Entwickelt er sich noch? Entwickelt sich Kryodro? Ja, aber wenn er eine Prismarin-Scale hält im Tag. Okay, also theoretisch entwickeln tut er sich schon. Okay, Prismarin. Oh nein, ich wollte keinen. Okay, Moment. Haben wir so einen Prismaric Scale? Aber wir haben noch Leftovers. Die können wir eigentlich auch mal jemandem geben, ne? Ha. Huh. Black Belt, nimm lieber die Leftovers, mein Freund. Besser.
Prismatic Scale. Also Eisdrache wäre halt Real Talk. Kann ich den Epiteller? Stimmt, Epiteller kann echt keiner. Gehen wir dann mal Magnet, ja okay, kannst du ja nehmen. Trainierst du ein bisschen nebenbei. Ist glaube ich gar nicht so schlecht. Aber wir haben den Prismatic Scale, haben wir nicht. Okay, müssen wir mal gucken, wo es den gibt, ne? Aber so Eisdrache? Und Megastorm für Kryodra. Moment, war jetzt. Kryodra ist dann die Weiterung von Kryodro, richtig? Hoffe ich jetzt mal. Ja, ist sie sogar. Oh mein Gott. Okay, das heißt, wir könnten ändern. In dem Fall ein zweites Mega-Pokémon. Und wie gesagt, mit Eisdrache. Might Roar, okay. Hallo? Ich komme nicht mehr runter. Okay. Ja, machen wir direkt wieder jetzt mal ein. Hallo. Ah, du bist zurück. Hast du einen gefunden? Hast du das komische gefunden? Was, mein Gott. Chucky, hast du irgendwas gefunden? Ein Kryodro? Das war das Mysterio-Pokémon? Wow. Warum war ein Eistyp-Pokémon hier? Was hat es hier in diesem Sumpfland getan? Das ist so komisch. Sieht so aus, als ob ich mehr Forschung betreiben sollte. Danke für deine Hilfe. Ich habe einige seltene Blumen hier im Cascade Waterfall gefunden. Ah. Ich werde sie zurück in meinen Arena nehmen, um sie zu analysieren. Okay. Wenn du einen Arena-Kampf möchtest, komm in meine Arena. Es ist ein großes Gebäude im Greenpan City. Wie ein großes Baumhaus aussieht. Okay. Wir sehen uns da. Ja, cool, that's... okay. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wieder zurück. Können wir nicht einfach ganz... ja, wow. Fahr gegen den Shine Chucky. Wenn ich echt bin, ich... nee, doch. Oh mein Gott. Ich hab so ein bisschen auf Good Luck dahin durchgefahren, wenn ich ehrlich bin. Nein, jetzt brauchen wir keine Repell mehr. Wir müssen doch jetzt. Oh. Das war der falsche Weg. Oh, Moment. Moment. Wie kommen wir da in das Wasser? Irgendwann in den TM. In DM. Ah, ein Monster ist halt irgendwie echt. An sich nicht schlimm unbedingt, weil wir haben halt Brick Break. Oh. Gut, heilen wir uns wieder ein bisschen auf. Dankeschön. Danke, Monstrap. Danke, danke, danke. Dankeschön. Danke, danke, danke. Goddammit! Oh Goddammit! Alles die gut. Also ich würde ja, wenn ich ein neues Punkt sehen würde, es wahrscheinlich auch noch fangen, aber ich würde gerne da oben die TM haben. Sollte ich doch ein Repel benutzen? Ich glaube, das würde helfen, ne? Ist auch so. Ja, geil. Poison Jab. Gift. Ich bin nur vergessen, wie ehrlich ich bin. Damn it.
Ich habe die gar nicht gelesen. Oh. Katze crasht die Aufnahme. Ah, 84 da. Okay, was ist das? Okay, ist aber ein Special Pokémon, ich weiß nicht, ich bin gar nichts. Ja. Did not learn Poison Jab. Wo geht's dahin? Lol. Wow, Chucky. Wow, Chucky. Nenn ich nochmal, weil jetzt ist jetzt. Ich bin doch jetzt am Ende, oder? Am Ende meiner Nerven? Das ja. Okay, nein, Spaß, aber. Slugger! Vielleicht können wir den fangen. Was ist Infestation? Ist das sowas wie Wickel? Die Klammerung, irgendwie sowas? Hm. Sieht ein bisschen so aus, ne? So langsam aber sicher, Trollurk, runter. Boosten. Geil. Slugger, Warscott! Slugger. Slugger. Ein reines Käfer-Pokémon? Nummer 285, Moment. Okay, ist halt doch erst in, also das erste Teil der Entwicklung sozusagen, okay, cool. Weil ich hätte sagen können, weil, also, und, ne, you know. Hätte ja auch schon eine Weiterentwicklung sein können, wir haben jetzt ja mittlerweile auch viele Weiterentwicklungen, die wir hier finden, bekommen, haben und so, ne? Oh nein. Oh nein. Hallo Chucky, hast du Betty gefunden? Ja. Und jetzt bist du hier, um gegen ihn zu kämpfen. Richtig? Ja, ich auch. Was hältst du vorerst von einem deinem Trainingskampf? Oh, ich habe ein Quiltraining getan. Im Enzienpass mit meinem Team. Nach dem Kampf gegen das Team Solar und Team Luna. Und ich habe gedacht, ich muss stärker werden jetzt. Jetzt habe ich ein gutes Team von 6 Pokémon. Lass es mich dir zeigen. Mein Gott. Das sieht aus wie das Flug-Pokémon, ne? Wir machen mal Playroof. Noch 2 Attacken, dann wäre der ja leider noch. Oh ne, Body Slam ist, könnte doof sein. Ach, das war nicht dein fucking Ernst, Alter. Den packe ich mal Aeroma aus. Ich glaube, das ist Stein, ne? Kein Flug, weil gerade kam ja auch ein Rock Slide. Rubeup. War das nicht ein Kampf-Pokémon? Ja, mit dem Eispunch. Vierfach effektiv und ein Crit natürlich. Zu heb. Hab's auch noch ein bisschen Schaden reindrücken, ne, dass Hydrogon direkt schon mal für den nächsten Kampf ein bisschen geschwächt ist. Ne? Ach, was? Ja, ich glaube.
Okay, es ist ein Flug-Pokémon. Wir haben Charge Beam. Okay, Weather Ball macht halt dementsprechend wahrscheinlich Typen durch den Attack Schaden. Deswegen auch nicht viel Schaden, aber vielleicht können wir den Regen uns nutzen. Ja, nice. Für uns nutzen. Level 59, geil, Hydreigon. Pixie, war doch Käferfee. Ja, das Buch kenne ich sogar noch. Aufgrund von Käfer gehe ich zu Flareoi. Wir nutzen den Z-Stein. Gehen auf Flammenwurf. Ich will das Pixie-Lily one-shotten. Komme, was wolle. Kobolter Level 60, nice. Ein Pool-Dog. Das ist doch dieser Hund, der rein Wasser ist. Vielleicht doch. Mount Tree. Das müsste halt vom Namen her ihr Starter sein. Weil er hat doch das, wogegen wir schlecht sind, ne? Ach cool, das finde ich gut, dass das die Mega Evolution bleibt. Mount Renid is reacting to. Gira Mega Ring. Okay, sehen wir die Mega Evolution von Mount Renid. Ist er jetzt ein Eistyp geworden? Mal so eine ganz blöde Frage. Nee. Okay, Moment, wir müssten vielleicht auf Earth Power gehen. Ja, macht ein bisschen mehr Schaden als der Flammenwurf dann. Und Level 62. Bereit für die Pokémon-Liga, aber. Oh, ich hab's genossen. Mit mir immer. Baby. du bist immer zu stark für mich. Wow. Aber denkst du nicht, ich bin stärker geworden? Lass mich dein Pokémon heilen. Oh, danke. Ich würde aktuell auch gerne mal das Ei ausbrüten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe entschieden, vorher nochmal zu mehr zu trainieren, bevor ich gegen Bailey kämpfe. Ich weiß, du wirst Bailey besiegen, Chucky. Wir sehen uns. Lass uns mal. Von wie lange dauert das Ei überhaupt noch? Weil das wäre halt schon cool, wenn wir langsam mal das. It doesn't seem close to edge. Alter Vater. Wie viele Stunden, oder wie viele Folgen nimmst du schon mittlerweile schon mit? Und ich laufe ja nebenbei auch noch ein bisschen immer noch, ne? Ja, kurz gucken, dass mal das Eis. Lass das mal kurz angucken. Summary. Exit-Sway Infestation. Okay, I don't get it, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Aurora Beam Protect Icy Wind und Dragon Pulse. Oh mein Gott. Und Special Pokémon. Ja, okay, mit Eis und Drache muss ein Special Pokémon sein. Okay, mal Real Talk. Das ist ja echt eine Überlegung für Hydreigon. Dann halt noch ein anderes Wasser-Pokémon, ne? Weil. Der macht halt die Schwäche, die halt theoretisch aktuell Hydreigon noch hat. Die Drachenschwäche. Macht er durch den Eiszug wieder weg. Und wir können ihn halt echt aktiv gegen Drachen-Pokémon einsetzen, ne? Oh, wer hat eine Überlegung wert, ne? Irgendwann! Irgendwann! So, du willst die Anzahl der Blumen haben. Warte mal. Sie will gesamt. Ja, wow. Also, wenn es nur dieser erste Bereich ist, sind es 23. Ne, 14 und 9. Okay, wenn es dann nochmal, dann müssen nochmal die 8 dazu, also 31. Ah, guck mal, 21, ich wusste es. Ich hab's. Hey, vom hab ich. Hey! Jackie, letzte Folge, du hast echt
gut gezählt. Du bist echt Bombe. Vor allem hätte er einfach auch so durchskippen können, aber gut, egal. That sounds correct. Thanks. Ja, das sieht gut aus. 21, richtig. Dankeschön. Eine neue Aufgabe hier. Nimm das, das könnt ihr helfen. Calm Mind. Oh mein Gott. Also Gedanken gut. Kann Hilfe sein, gerade. Wir haben ja auch viele Special-Pokémon, aber. Na, Real Talk, eigentlich. Wir hauen drauf und let's go. Und ein Repel. Geil, dankeschön. Ja gut, aber es, vor allem woher würde die wissen, ne, die würde von uns wissen, wie viele es sind, weil die nicht zählen, keine Lust hat, die zu zählen, aber woher würde die wissen, wie viele es sind, wenn wir jetzt sagen, es sind 23 und 23, eigentlich, nein, Spaß, alles gut, aber, naja, mal gucken, gut, aber das war's wieder mit Pokémon Solar Light and Lunar Dark und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge mit dabei, nämlich dann heißt es, Arena Nummer. Oh mein Gott, welche Arena ist das überhaupt jetzt? Arena 6. Wer ist die nächste Arena? Die sechste. Ja, viel Zeit. Dann sechste Arena und dann bis zum nächsten Mal und tüdelü.